Berg. Der Raum hilft mir, still zu sein. Hier geht das, nichts sagen zu müssen. Der Mund darf geschlossen bleiben, nur meine Augen reden und sagen mir, was sie sehen. Einen Berg, ein Feld mit Stöcken, darüber Schnee oder Asche, tief hängenden Nebel, einen Himmelskörper, Sonne oder Mond. Über allem ein Stethoskop, wie ein Sinnbild, was mit dem Bild noch geschehen könnte. Es ist einiges an Material aufgeschichtet. An den Seiten des Bildes sieht man, es handelt sich um gut 10 Zentimeter. Da bilden sich Zwischenräume, wo sich etwas verstecken kann, das da nicht hingehört. Und das wurde ihm auch zum Verhängnis, dem Bild. Deshalb stehen, wo wir stehen. Gläserne Schritte, bis wir im Nebel hängen, seine Finger uns anrühren, das Haar, der Schädel, alles schwer. Spinnweben, ein Tuch aus Seide, in den Böden mit Rissen Asche, in den Löchern Geschichte, viele kleine Geschichten. Wer reingeht, geht bedingungslos verloren. Wie es tönt, wenn ein Puls geht, es schlägt wie zum Beweis, die Haut ist Leder, sie ist gebrannter Ton, sie ist das Brüchige eines Gedankens, sie ist aus Mehl, sie ist ein Schritt aus Glas, ein Nebeltuch um die Schultern eines kargen Bergs. Und schneeig sind die Augen nie, das Feuer geht direkt aufs Feld, ein stummer Mund, die Erinnerung bückt sich hölzern nach Flieder. Stelen stehen, ohne sich zu kennen, Holz an Holz, Pflock an Pflock. Die Sonne ist ein kalter Geist und löslich. Sich verletzen an der Luft, sie atmen. Ein Würgen, ein Poltern durch die Röhre, das Ritzen an den Wänden, das Hecheln nach weißem Nebel, nach Unkenntlichsein. Ständig erschlagen sein von einem Selbst, ständig das Erschlagen der Berge. Aus den Erinnerungen. Als wir den Berg hinaufstiegen, da waren diese zwei Jungs, etwas älter als ich. Sie sprachen davon, dass es unverantwortlich sei, solche Schuhe zu tragen. Ich schämte mich und war wütend. Ich trug die alten Turnschuhe meines älteren Bruders. Sie selbst trugen Bergschuhe, die glänzten noch in der Sonne. Um ihnen irgendetwas zu beweisen, ging ich schneller, als ich eigentlich Lust hatte. Und ich sprach mit ihnen, zumindest an diesem Tag, nicht mehr. Wenn es unklar wird, wer ich bin, werde ich durchsichtig. Dann füge ich mich schön ein in eine Museumswand. Manchmal habe ich Angst, mich aufzulösen, ganz und gar zu verschwinden, physisch. Wie dieser Himmelskörper am Bild, der vielleicht auch bloß eine Wolke ist oder zu schnell aufgetragener Nebel, ein Wirbel in der Luft. Und genau das ist mein Problem, dass ich bin wie ein Bild. Eine Zusammentragung von Einzelteilen, die ganz unterschiedlich interpretiert werden können. Und doch holt mich ein Bild wie dieses da wieder raus, zurück in die Konturen meines Körpers. Es hält mich an der Hand. Es gibt einen Rahmen. Anfangs huste ich noch, bis der Atem kühler wird und sich die Umgebung in mir wohl temperiert. Das Bild und der Raum. Dann habe ich nur noch langgezogene Töne im Kopf, die sich langsam entfernen. So langsam, dass ich bereits weiß, was dann kommt. Die Stille. Eine große, ausgefüllte Stille, die ich nur hier finde. Mit Schnee ist die Erde, mit Verband aus Leinen ist die Erde weiß. Schlägst du in den Himmel, schlägst du auch in die Erde, schlägst du in den Fels der Berge. Geschichtetes Kohlenstoffmaterial, mein Metall, mein kühles Ding, mein nach der Geschichte immer noch, mein beinahe ewig, meine Seele, meine Seele, mein Schmerz aus leichten Klängen, mein Geist, meine Sonne, mein stiller Mond. Wie lang bleibt Stein, Gold, Diamant, wenn wir nicht mehr sind, wenn das Nicht-mehr-Sein bereits in uns zugrunde gelegt ist, wenn uns Kohlenstoffverbindungen überdauern, die wir für Schmuck verwenden, zum Bauen von Häusern oder die wir in die Flüsse werfen, damit wir von den Wellen verzaubert werden. Wenn das alles beständiger ist als unsere verwegensten Gedanken, als unser Tun. Aus dem Protokoll. Wir haben Juni, anwesende Personen 3, Höhenmeter 2300 bei 7:30 Uhr früh. Langsam vorangekommen. Aufbruchszeit 3:30 Uhr. Starker Wind, Nebelbänke. Beachtlich, Durchbruch der ersten Sonnenstrahlen zeichnet auf Bergkuppen Wärme. Wärme, dass man Kleidung zurücklassen will. Illusion. Am Plateau Pochen in der Brust. Kein Infarkt, Freude. Routengänger geübt, 2. Ungeübt, 1. Ich. Ich könnte überall hin. Ich habe eine Jahreskarte, aber niemand fragt mich danach. Niemand sieht mich. Die Türen öffnen sich von selbst. Ich könnte mit dem Haus zu tun haben, mit dem Bild, mit beidem. Ich stehe nur da und schaue und vergesse alles rund um mich. Es hallt nach. Die Stimmen, die Schritte, das quietschende Aufsetzen der Sohlen, das Rascheln der Kleidung, wenn andere Besucher die Arme verschränken oder die Hände gegen die Hüfte stemmen, in ihrer Unsicherheit nicht wissen, welche Haltung sie einnehmen sollen, sich eben nicht auf ihr Schauen verlassen wollen. Das lärmende Atmen, das Räuspern, wenn andere nicht wissen, wie sie still werden können. Doch das alles vergeht, wird zu einem Hall, der sich weiter und weiter entfernt, bis nichts mehr ist, außer das Bild. Selbst ich werde weniger. Das Einzige, das noch einsetzt, ist die Musik. Sie schält sich langsam aus dem still gewordenen Körper, hat nur darauf gewartet, dass man ruhig wird. Mit dem Atmen, mit dem Schauen, im Kopf langgezogene Töne, eine Spiegelfläche, in der viele Bilder wohnen. In dieser Nacht der Welt stehen, diese Dunkelheit, wie Hand in fremder Hand. Die Augen gewöhnen sich an verschiedene Abstufungen von Abwesenheit des Lichts, an die Schattierungen der Finsternis. Eine Stimme sagt, es ist Tag. Versuchen, der weiße Nebel zu sein, ihn mit der freien Hand berühren, während sich die andere in ein Hosenbein krallt. Und die Erde, tönend wie warme Haut, die Erde. Durch das Loch gehen den ganzen Weg bis hinter die Welt, bis in ihre Andersartigkeit, bis in ihre untersten, in ihre hintersten Schichten, bis in ihr vom Beginn an einsetzendes Verschwinden, in ihr lächelndes Nicht-Dasein-Wollen. Ihr Atmen und ihr goldener Schleier, ihre Ritzen. Finger passen in Risse schmutziger Erde, in den Dreck der Welt. Das Atmen dagegen ist Luft aus trinkwasserklaren Bechern und aus schneegem Schlaf. Selbst für einen Menschen laut ausgesprochene Worte gehen in den Nebel und bleiben, sind Himmel und Erde. Aus der Zeugenaussage. Wir sind hinten nach, ich war in der Mitte. Er sprach mich an, er hat geschrien. Der Wind ging, ich konnte schlecht hören, drehte mich, sah seinen Mund aufgehen, seinen Mund in Großaufnahme, sah nur seinen Mund, drehte mich wieder weg, weil ich nichts verstand und auf meine Tritte achtete. Es war glatt. Dann ein scharfer Ruck, drehte mich wieder, nichts. Er war nicht mehr da. Hing über der Klippe, am Seil, merkte nicht sofort, dass er es war, der Grund, warum ich mich plötzlich und ruckartig so schwer anfühlte. Der Stein, dass er wie die Klinge eines Messers schnitt. Er fiel und ich sah nur den Mund, den großen Mund. Oft ist es kalt, selbst in warmen Räumen. Und ich wünschte, ich hätte mehr Schichten Kleidung an. Im Winter ziehe ich mir Zwiebelschale um Zwiebelschale über, aber im Sommer überrascht es mich. Dann streiche ich durch mein Haar, mein Gesicht über meinen Oberkörper oder ich halte Gegenstände, irgendetwas, das ich zu fassen kriege, egal was. Ich halte es so lange, bis es warm wird. Dann ist es besser, eine Zeit lang. Aber sobald es allzu angenehm wird, wünsche ich mich wieder hinaus. Oder in ein Bild hinein, um etwas zu spüren. Den Wind so stark, dass man den Kopf vorstrecken und die Augen zu Schlitzen machen muss. Die Haut beginnt sich unter dem Druck zu wellen. Die Tropfen Regen zuerst noch vereinzelt, unregelmäßig, aber bald werden sie schon zu Nadelstichen. Und die Kälte, wie sie so schnell bis in die Knochen fahren kann. Bald ist es mir zu viel. Und ich verziehe mich wieder in einen kleinen leeren Raum. Und meistens runter ins Depot. Dort ist es dunkel und windgeschützt. Die Haut schließt uns das Grab, wo wir ein Kleid aus metallenen Klängen tragen. Unser Körper unsere zerfallende Gruft das Licht, dunklem Licht auf schweren Tafeln. In Reihen unsere Glieder, leben um zu warten und warten um zu leben. Nichts glänzt, aber ist durchdrungen, der Kopf wird schwer gehalten, bis der Nacken verschwindet und der allzu lockere Hals. Im Tosen schreien, die Hände hoch, die Münder auf und schreien, als wäre es nicht nichts. Gegen das Tosen, gegen Wind, das Haar der Felsen, Fersen gegen Stein schlagen, laute Münder, dünne Stimmen. Geht in Löcher, schreit nach innen, in die Tiefe, in die Gänge, die verlaufen in Rissen, in Gräben durch die Welt, durch eine tosende. Wir hängen über die Welt Gehör und aus den vielen erkennen wir nicht jene, die unsere ist. Unsere an dünnen Fäden gedrehte Stimme. Aus einer zufällig aufgefundenen Notiz habe anschließend mein Leben hier verbracht, im Flachland, um nie wieder diese Erhebungen im Auge zu haben, nie wieder Berge zu sehen. Seit damals habe ich dieses Wort nie wieder ausgesprochen, Berg. Schreiben kann ich es wieder, aber ich sage es noch immer nicht. Dass es danach mit ihr nicht mehr klappte, war abzusehen, wenn sich bei jedem Blick ihre linke Pupille zum Zugspitzgipfel formt. Die Bewegungen der Besucher wirken auf mich unnatürlich, wie wenn sie nicht zu ihnen gehörten. Sie kommen mir vor, als wären sie zentral gesteuert. Ich habe Angst, dass all die Leute rund um mich Maschinen sind. Ich höre, wenn sich ein Besucher um die Ecke in den anderen Raum stellt, um seine Schrauben anzuziehen. Ein helles Klacken und dann das Drehen, Metall auf Metall. Dann kommen sie wieder, stellen sich hin und räuspern sich. Und dazu eine seltsame Handbewegung. Niemand scheint Angst zu haben, sich in den Bildern zu verlieren, verschluckt zu werden, nicht mehr hinauszufinden, ein Teil des Bilds zu werden. Niemand fürchtet sich. Der Himmel ist weit und die Berge sind hoch. Wir sind kleine Reihen im Meer, dort, wo das Wünschen beginnt. Erinnerungsfetzen sind weiche Tiere am Herz, das Ertasten des Pulses am Jochbein, das leichtgehende, sichtbare Atmen, mit zerbrochenem Schädel auf eigenen Beinen stehen. Kein Schritt aus Silber, aber der Nebel bleibt, wartet, bis wir so weit sind. Zum Beispiel ein kleiner Ort in den Bergen, ein leerer Raum, kuratiert aus Weiß und Schnee und Stein. Dort wird der Himmel nicht lange halten. Er wird brechen, bei jedem Schneefall, bei Sturm. Es fällt nicht nur Schnee. Am Morgen ein ängstlicher Blick durch das Fenster nach oben. 3 Finger öffnen einen Spalt breit den Vorhang. Schnee fällt. Die Berge stehen. Der Himmel muss noch da sein. Noch hälter. Aus einem Tagebucheintrag. Ich war nicht das erste Mal da oben, aber es war besonders. Diese Gewalt des Lichts, wenn der Tag aufbricht, explosionsartig. Das letzte Mal liegt Jahre zurück. Dass mir das als Kind nicht aufgefallen ist, vielleicht sieht man als Kind nicht so weit. sondern nur zur Hand des Vaters. Ich habe nie dorthin gesehen, wo er hingesehen hat, wenn er gesagt hat, schau mal, sondern ich habe nur auf seine Augen geschaut, weil sie in diesem Moment so anders waren als sonst. Wahrscheinlich wie bei mir gestern. Niemand spricht hier in diesen Räumen. Niemand lacht oder ärgert sich. Die Blicke sind nur flüchtig, können nicht zur Ruhe kommen. Man versucht sich so zu verhalten wie die Wände, Gesichter zu allem bereit, in denen alles Platz hätte, die wie Leinwände sind. Irgendwann ertappe ich mich dabei, dass sich meine Lippen bewegen. Aber nicht nur das. Ich rede mit dir. Zu Beginn nur flüsternd. Dennoch spreche ich ein Bild mit Du an. Es verunsichert mich. Auch dass ich mir nie ganz sicher bin, von woher ich gekommen war, wo ich vorher war, als ich noch nicht hier vor dir gestanden bin. Aber vielleicht ist das auch nicht wichtig. Hier bei dir finde ich jedenfalls Trost. Mag sein, dass es mir nur darum geht, auch wenn ich nicht sagen kann, warum ich welchen nötig hätte. Laubblätter bilden eine löchrige Haut der Erde, das Nadeln der Bäume an einer einsamen Grenze, ein verstreuter Sand, meine Asche, abgeblühter Mohn auf den Lippen, zwischen Zehen Lehm, so schnitzende Zweige zwischen Fingern, Figuren aus Haare bilden, ein bronzener Kopf, ein Schädel aus Gips, weiß wie ungefallener Schnee, ein Gesicht aus zerschlissenen Leinen und neuen, unverbrauchten Mullbahnen. Gestein und Sediment, aufgerichtete Ohren, die nie Töne verlieren. Jeder wird gehalten. Sie vibrieren, unbemerkt, übereinander liegend. Entsprechungen von dem, was ist, und dem Verborgenen. Der Vorhang vor der Eisbergspitzenwelt und die Gleichgewichte an ausgesuchten Stellen. Aus einem Brief in die Stadt. Er hielt ihm die Hand knapp vor Mund und Nase, um zu überprüfen, ob er noch atmete. Es wäre ihm nicht mehr kalt und der Schmerz habe nachgelassen. Er fühlt sich müde, fast angenehm. Nicht gut, gar nicht gut, murmelte der andere. Dann ein Donner, da kommt gewaltig was. Das wird uns eine Weile wach halten. Wir müssen warten, sie kommen schon. So muss es gewesen sein. So ist es meistens. Einer gibt auf, weil der andere da ist. Dann ist der eine eingeschlafen und den anderen fanden wir, haben ihn eingewickelt und auf die Trage geschnallt. Das zweite Team hat dann erst, nachdem das Wetter nachgelassen hatte, den anderen geholt. Stunden später. Manchmal wünsche ich dich her. Du bist krank, kleine Käfer in deinem organischen Material. Du liegst auf der Intensivstation und ich kann nichts für dich tun. Ich kann deine Hand nicht halten. Schläuche führen von zwei Apparaturen unter ein Folienzelt, pumpen Stickstoff in deinen Körper, verringern die Sauerstoffzufuhr, um dich genesen zu lassen. Seltsame Geräusche. Dein Krankenbett ist weit entfernt von deinen lichten Räumen, wo du angesehen wurdest. Doch ein Sterben zeigt man nicht. Dein Platz in der Ausstellungshalle ist leer, wartet auf das Nächste. Du liegst wieder in der Dunkelheit, ähnlich den Räumen, aus denen du kamst, liegst im Depot hinter einem Eisentor, erinnerst dich zurück an die nutzlosen Häuser, die Hallen, dein Heim, die Tunnel und Türme, an dein ganz anderes Atmen. Und ich will dich befreien, das Abdichtungsmaterial runterziehen, die Geräte ausschalten, die Schläuche vorsichtig aus der Halterung nehmen, dich auf deinem Krankenbett in den Lift schieben, in die großen Ausstellungsräume bringen, dich auf den Boden legen, dich an den Ecken berühren und dich vorsichtig in die Länge ziehen, sodass du immer größer wirst. Und wir bespielen alles mit dir allein, den ersten Raum, die folgenden Räume, die unteren Stockwerke, das Depot, das gesamte Museum. Du bist überall und ich verschwinde in dir. Da ist kein Licht, bloß ein warmes Zuhause, das ich in deinem undefinierbaren Himmelskörper finde. Ich bin dein stiller Geist. Wir sind oben und unten, gehende Vögel. Der Blick bleibt am Himmel, an der Spiegelfläche. Nicht Angst haben vor dem, das unverborgen liegt. Das Stethoskop hört Schläge auf das Fell der Trommel Erde. Das Tönen der Erde ist das Echo des Himmels, die Verbindung. Das Klingen der Erde und des Windes, das Lösen durch Wasser, das Brechen der Steine, das Lautsein. Die Berge sind nichts als Wasser und die Steine zärtlich wie die See.